Hallo, ich bin Cormy Alien und ich wollte mit euch eine kleine Reise durch Mordor machen. Genauer durch Cirith Ungol. Ja, hallo, ich grüße euch zu einer neuen Folge. Ui, das sieht geil aus. Eieiei. Zu einer neuen Folge von Schatten des Krieges hier in Mordor. Ist das hoch. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Höhenangst habe? Meine Herren. Ja, wir gucken mal, ob wir noch die Rüstung von dem getöteten Hauptmann bekommen aus der letzten Folge. Das ist mir geradezu eingefallen. Ich habe übrigens nicht sofort weitergespielt. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht. Guck mal, da ist ein Bogenschütze. Und da ist auch wieder ein Bogenschütze. Da sind zwei Bogenschützen. Und noch irgend so ein Ghoul oder sowas. Okay. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal, indem wir das Menschenpack versteht nichts vom Kampf. Hier hinspringen. So, was haben wir denn da? Hatten wir da oben nicht eine Quest irgendwo? Komm, hoch da, hoch da. Oh. Was ist denn hier los? Gefangene Ghouls? Orks? Das sterbt den schweren Arm, haben sie gesagt. Und ich nach habe es ihnen geglaubt. Wo fällt er denn da runter? Ah, direkt zu seinen Kollegen. Ist nicht so passend. Warte mal. Ja, komm. Jetzt stell dich mal nicht so an. So ein paar Minuten hier runterhängen, das geht schon. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. So, mal ein bisschen aufräumen, ne? Und das sind jede Menge grüner Zeichen, sprich Würmer. Wo rutschen wir denn hier hin, wenn wir hier runterrutschen? Eigentlich direkt zu der Wache da, ne? Ja, ist es wahr? Ja, hatte ich so eigentlich nicht vor. Aber gehen wir hier hoch. Da kommen wir gar nicht hoch. Schau an. An für sich wollte ich. Eigentlich wollte ich nur hier hochspringen. Runterspringen. Also hier und dann wollte ich da so dran, genau. Gott, ist der blind. Das ist ja unfassbar. So, hier ist aber noch die Rüstung. Die wollte ich eigentlich nur haben. Die wollte ich unbedingt haben. Jetzt schauen wir mal nach. Jetzt schauen wir mal, guck.
hier? Hier möchte ich eigentlich hin. Warum komme ich da nicht hin? Ich muss die erst freischalten. Müsste ich aber auch können. Kann im Moment gar nichts anwählen. Ja, völlig scheiße. Warte mal. B. Geht nicht. Ausrüstung. Inventar. So. Und da wollte ich hin. Und da haben wir noch ein... Oh ja, was haben wir denn hier? Stellt pro getöteten Hauptmann 110 Gesundheit wieder her. Ja gut, das... da sind wir im Moment ein Stückchen von entfernt, Hauptmänner zu töten. Dann nehmen wir die doch mal, würde ich sagen. Ne? Ja, die nehmen wir. Die nehmen wir. So, die andere, können wir die verkaufen? Die können wir verkaufen, die können wir nicht verkaufen. Dann würde ich sagen, werden wir die verkaufen. Okay. Und... Hier haben wir soweit jetzt nichts, was wir weiter verkaufen könnten. Okay. Dann lass mal schauen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Klinge in der Dunkelheit. Guck mal, dass wir mit der Quest ein bisschen vorankommen. Die Dunkelheit ist unser Base. Oh ne, warte mal eben. Gar nichts. Das Billet. Das Billet will ich nur ein. So, lass mal schauen. Ihn hier. Raka wissen wir ja, glaube ich, schon. Ne? Da wissen wir ja schon was von. Also bei Bestien können ihn sofort töten. Außerdem nimmt er Schaden durch irgendwelche durch Fernangriffe. Und dann haben wir hier den haben wir getötet, beziehungsweise das Vieh, das uns auch platt gemacht hat, der Grang oder Grunk oder Grock oder Gronk, wie auch immer, der hat uns platt gemacht. Wir gucken mal, wer ist das denn? Grunk, der Freundliche. Ach, das ist süß. Der freundliche Grunk, ja. Der freundliche Grunk hat Furcht vor Feuer und kann durch Fernkämpfe Angriffe Schaden nehmen. Schön. Okay. Ich wollte gar nicht länger stören. Ich bin ihm auf der Spur. Ich will ja eben nur den hier nehmen. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder irgendein doofer Überfall oder sowas. So, dann haben wir hier. Ihn noch und ihn noch und dann machen wir ihn noch. Pass mal auf. Und jetzt machen wir den mal in der Hinrichtung. Kommt auch immer ganz gut. Und den können wir auch noch erledigen. Okay. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen besser geworden in den Kämpfen. Kann das sein? Kommt mir fast so vor. So, da drüben war noch ein. Ja, hier war noch ein, waren noch ein paar Gulden, die wollte ich mir reinpfeifen. So. Und mal hier hin. Hier war noch ein Edelstein oder ein Juwel. Okay. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch irgendwo? Da ist noch einer. Guck an, da ist noch ein Wurm. Der kommt doch hier lang, oder? Natürlich in der Gruppe. So. So, ihn haben wir, ihn kennen wir. Die beiden kennen wir schon. Und jetzt würde ich sagen, ihn als nächstes. Uckbuck, der Ghouljäger. Level 7. Kann direkt durch einen Schleichangriff getötet werden. Sehr schön. Furcht vom Festnageln, das können wir auch. Und Fernangriffe. Also die sind alle durchaus für uns schaffbar, würde ich sagen, ne? Die übrigens auch, die hier rumrennen.
Die können wir auch alle schaffen. So, dich noch und dich noch und dich noch. Autsch. Eigentlich wollte ich... Genau, hat doch optimal gepasst. So. Alle erledigt. Geh mal hier hin. So. Gut, ich weiß, ich wollte eigentlich weiterziehen, aber im Moment klappt es mit den Kämpfen ganz gut. Und da ist noch ein Wurm. Wir gehen mal hier hoch. Dadurch haben wir hier irgendwas, was wir anzünden können. Glaub nicht. Das ist ein bisschen schade. Okay, wo müssen wir lang? Müssen wir da hoch? Wir müssen da hoch. Na komm. Warte mal. Mal den und dann machen wir den. Müssten eigentlich alle tot sein. Ja, sehr schön. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo so ein Tier? Nein. Da ist ein Hauptmann. Was haben wir hier oben? Da ist nichts weiter. Da ist da, aber da. Da. Ach, guck mal, eine fliegende Axt. Oh, oh, was ist das? Was ist das denn? Ist das ein Cargo? Ach du Scheiße! Der uns nicht getötet? Okay. Oder? Oder? Ja oder nein? Oder nicht? Oder wie? Geh, 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 geh. Hau ab, Mensch! Da drücke ich auf die falsche Taste. Oh Mann. Ich habe gedacht, ich könnte einen Schleichangriff oder so machen, aber irgendwie. Komm, hau ab, hier ist nichts. Himmelarschen Donnerwetter. Gehen wir mal besser hier rum. Wir sollten dringend mehr Gift brauchen. Mehr Gift? Warte mal eben. Hallo. Thank you.
Bären. Das sind nur ganz normale Ghule. Was rede ich immer von Ghulen? Ganz normale Uruks. Manche suchen den direkten Kampf. Ich muss aus den Schatten heraus. Damit niemand sehen kann, wie du abhaust. Okay. Ja, es hat uns jetzt unserem Ziel zwar nicht näher gebracht, aber wir haben ein bisschen Spaß gehabt. Was machen wir hier? Er ist klein und listig, aber eines Tages schnappen wir ihn. Klettern mal hier hoch. Dann mal darüber. Vielleicht kommen wir da irgendwie unserem Ziel näher, wenn wir mal hier hochklettern. Dann hier rüber. Und dann den erstmal wegmachen. Jo. Mach nicht so einen Lärm. Eines Tages werde ich Oberherr. Und jeder wird mich fürchten wie die Dunkelheit selbst. Auf der anderen Seite ist auch noch einer, oder? Jetzt hier so richtig das sehe. Können wir den wegmachen? Ob ich mir eine Tasche über den Kopf stülpen und mich dem. So, und hier um die Ecke ist auch noch einer. Der guckt auch genau in die falsche Richtung. Vielleicht ist das Ding selbst eine Schuld. Okay. Und jetzt haben wir den Schleicher nur noch auf der anderen Seite. Der auch gerade schön was ist da draußen? In die falsche Richtung. Etwas ist doch, das ist weg. Das Mistvieh hat mich vergiftet. Ah, fuck, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Diese Kackspinne. Aber hier sind wir wieder auf dem richtigeren Weg, sag ich mal. Was ist da? Warte mal. Das stimmt. Aber wenn du dein Opfer nicht tötest, kannst du dich noch lang genug vergnügen. Du hast recht. Ich bin zu ungeduldig. Das nächste Mal lasse ich an dich. Was hat gehört? Aha. Dann mal hier lang. Ich möchte natürlich gerne unser Ziel erreichen. Was natürlich nicht so einfach ist. Der Grabwander lauert hier irgendwo. Spürt ihn auf! Nein, das weißt du noch. Das meint ihr nur. Ich bin gar nicht hier. Wirklich nicht. Ich frage mich, was der Oberherr den ganzen Tag im Thronsaal tut. Wahrscheinlich denkt er sich neue, schmerzhafte Wege zu töten aus. Ich bin einer der nächsten Narren nicht, der gegen ihn kämpft. Ich hätte ihn ja jetzt gerne genommen, ne? Komm, dreh dich um. Alles klar. Danke. So. Machen wir den auch. Jetzt lass uns mal schauen. 275 Fuß sind es noch. Nur aus Knacken.
Ui. In einer mondlosen Nacht kannst du einen Mann ausweiden, bevor er überhaupt weiß, dass du da bist. Warte mal, wenn ich den ranlocke, dann könnte ich den auch noch erledigen und dann käme ich nach oben. Habe ich heute Morgen meine Pfeile mit Gift überzogen oder hast du das gehört? Ja, komm. Alles klar. Und weiter jetzt. Hier ist doch auch noch einer rumgerannt. Falle, Scheiße. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Okay. Hab's mir bloß eingebildet. So, jetzt müssten wir. Das beginnt den Ausgangspunkt des Auftrags. Der ist da, okay. Erstmal. Eins. Zwei. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch zwei Pfeiler. Sorry, dass ich nicht so viel quatsche, aber im Moment muss ich mich ein wenig konzentrieren. Oh, guck mal da. Oh, den würde ich mir ja gerne holen. Da sind auch zwei da. Das macht jetzt... Also lautlos kriege ich den nicht so einfach. Ach, das ist ein Hauptmann. Es ist gar nicht so leicht, da ranzukommen an den Punkt, ohne dass man gleich einen riesen Alarm auslöst. Hauptmann gibt dauernd Befehle. Weniger reden, mehr anpirschen. Guckt euch das mal an. Wenn ihr da in die Übersichtskarte geht, wie viele rote Punkte wir da haben. Kann ich den noch irgendwie heranlocken? Ein Pfeiler. Oh, das ist ein Schildträger. Ich wusste es. Sorry. Wusste es. Ganz schön gemein von mir, ne? Ich weiß. Oh, Vorsicht. So. Wusste es. Ich bräuchte mal noch ein paar Pfeile. Da.
Ich bin am Überlegen, ob ich den Karagor freilassen soll hier. Oder ob ich erstmal was an. Oh, warte mal. Schildträger will ich weghaben. Das hört sich nicht gut an. Halt, 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 halt! Für wie gerufen. Okay. Kommen wir hier irgendwie hoch. Ah, verdammte Hacke. Ich frage mich, wie man zum Tal geschickt werden kann. Was? Nein. Boah, ich dreh am Rad, ehrlich. Du sollst hier hoch, du Vollhonk. Mein Verstand spielt mir Streich. Ehrlich. Ah, da ist unsere Aufgabe. Gule, schön. Lass die sich erstmal mit den Gulen. Mit den Gulen ver. Beschäftigen. So, dann hier hin. Und jetzt können wir endlich die Aufgabe erledigen oder angehen. Meine Herren, so. Was müssen wir denn tun? Ganz schön viel Gemorde. Ach du Scheiße. Olokai, Kriegstrolle. Olokai sind zähe Kämpfer mit mächtigen Angriffen. Jegliche Versuche, über sie zu springen, werden sie abwehren. Aber du kannst ihre Angriffe vermeiden, indem du
Space drückst, um auszuweichen oder zwischen ihren Beinen durchzurutschen. Sie können mit einem aufgeladenen Kopftreffer oder durch einen perfekt abgestimmten Konter, den kann ich nicht, betäubt werden. Lass der Betäubung eine Serie aus Nahkampfschlägen folgen oder halte die linke Steuerungstaste gedrückt, um auf den Ollock aufzusitzen. Tippe mehrmals auf die linke Maustaste, um ihn schnell in den Rücken zu stechen, und bewege WSAD, um ihn in seine Kameraden laufen zu lassen. Okay, das kriege ich im Leben nicht hin. Also ich kann mit Space in irgendwie zwischendurch die Beine rutschen. Dann kann ich ihn mit einem aufgeladenen Schuss betäuben und anschließend aufsetzen. Oh, du liebes bisschen. Naja, wir haben ja sonst nichts zu tun. Okay. Das klappt nicht. Okay. Okay, das klappt auch so nicht. Aber das klappt hoffentlich. Ist er tot? Ja. Das war leichter, als ich dachte. Oi, was für ein Vieh. Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Kommt, leuchtender Herr. Ja, wir müssen Gollum folgen. Zeigt schnelleren Weg. Und das machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin. Tschüss, euer Alien. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.